Meine lieben Parteifreunde, liebes Präsidium, danke für Manuel Höferlin und nicht Manuel Hölderlin. Das hatten wir hier auch schon anders. Ich bin Manuel Höferlin und ich könnte Ihnen jetzt eine Grundsatzrede über meine Einstellung zum politischen Liberalismus halten. Ich möchte Ihnen aber zwei Sachen erzählen, nämlich warum bin ich bei den Freien Demokraten und warum möchte ich gerne in den Bundesvorstand. Als ich in die FDP eingetreten bin, war ich IT-Unternehmer, hatte eine kleine IT-Unternehmensberatung, einen Service-Provider, und ich hatte die Faxen dick von dieser Gängelei, die man als Mittelständler immer wieder von Behörden und von staatlicher Seite kriegt. Ich hatte als IT-Fuzzi gesehen, wie das Netz damals zunehmend von einem Kontrollwahn von manchen roten und schwarzen Sheriffs okkupiert wird, wo ich einfach keine Lust hatte, dass wir als Bürger uns nicht mehr frei bewegen können, wo wir möglicherweise bespitzelt werden. Was wir heute Jahre danach bewiesen haben, haben damals viele von den IT-Fuzzis schon geahnt, und es hat sich leider bewahrheitet. Die Bespitzelung, dieses Vorschreiben, wo man sich bewegen kann und was man machen kann, das ist ja nicht nur eine Frage der schwarzen und der roten Sheriffs, sondern das geht ja auch weiter, auch bei anderen Parteien, wo diejenigen, die Politik machen, das Gefühl haben, sie müssten den Bürgern vorschreiben, was sie noch machen dürfen und was sie nicht machen dürfen und wie das Leben am besten ist. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, egal ob das jetzt bei den Bürgerrechten ist oder ob das bei der Ernährung ist oder ob das beim Rauchen ist oder beim Tragen gelber Schuhe, es ist völlig egal. Die Denke, die dahinter steckt, die regt mich wahnsinnig auf. Es ist nämlich die Denke, dass diese Menschen glauben, der Staat dürfe uns Bürgern erlauben, sich im Rahmen zu bewegen dessen, was die sich vorstellen. Und es ist genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Wir Bürger erlauben dem Staat, so viel unserer Freiheit einzuschränken, wie wir es glauben, dass es richtig ist, damit diese Gesellschaft funktioniert. Und genau deswegen bin ich bei der FDP gelandet, weil mich das so wahnsinnig aufgeregt hat und weil ich das nur hier finde, damals fand. Und ich glaube, dass auch wir in Zukunft die Einzigen sind, die das glaubhaft vertreten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber manchmal werde ich gefragt, was bist du denn für ein Liberaler? Da sagen die, du bist doch Unternehmer, du hast doch eine Firma, du bist doch bestimmt ein Wirtschaftsliberaler. Und die anderen sagen, Moment mal, du setzt dich doch gegen die Vorratsdatenspeicherung ein und für die Bürgerrechte, du musst doch ein Sozialliberaler sein. Und ich bin so froh, dass wir im Leitbildprozess es geschafft haben, klarzustellen, dass wir eines sind. Und dass ich heute eine Antwort darauf geben kann, die ich aus tiefem Herzen auch nach außen tragen kann, weil sie nämlich stimmt. Ich kann nämlich sagen, ich bin freier Demokrat und das umfasst das alles. Als IT-Unternehmer, als jetzt IT-Berater, Berater für die Wirtschaft und als Mensch, der die Bürgerrechte wahrscheinlich als auslösenden Grund für den Eintritt bei den Freien Demokraten gesehen hat, würde ich gerne weiter im Bundesvorstand für Sie und für die Sache kämpfen. Mein Name ist Manuel Höferlin, ich komme aus Rheinland-Pfalz. Ich bin 42 Jahre verheiratet, habe drei Kinder mit der gleichen Frau. Und ich würde Sie um meine Unterstützung bitten. Ich bin Manuel Höferlin, ich bin freier Demokrat. Vielen Dank. Vielen Dank, Manuel Höferlin. Herr Tobias Huch, bitte.